als wäre er dort gewesen und der andere Typ sieht hier irgendwie ganz schön ähnlich. Aber das ist seltsam, wenn du arbeitest für Monarch und dieser Typ da arbeitet ganz sicher nicht für Monarch. Ich könnte eine Heranzug... Hey, hast du denn Zeit, mich umzubringen? Ich hab dir gerade die Security auf den Hals gehetzt. Du hast 20 Sekunden. Du blöffst. Hey, ich bleib gerne hier und find's heraus. Weißt du, was ich mit dir machen werde? Ich weiß, was Monarch mit dir machen wird. In etwa 15, 14, 13, 12, 11, 10, viel Glück, Kumpel, 9, 8... Alle Sicherheitskräfte, Fokus auf Liam Burke. Er ist bewaffnet und gefährlich. An alle, er ist auf Ebene B, neben der Hauptüberführung. Erinnerung an alle Monarch-Angestellten. Holen Sie sich die gratis Grippeimpfung. Sie erhalten diese in der Personalabteilung. Verdammte Idioten! Hier, stopp! Er ist nicht unbesiegbar, er ist kein verdammter Superheld! Brenner, ich kümmere mich drum. Ja, ich weiß. Er ist im Gebäude, ja? Südliches Parkhaus. Ich wiederhole, südliches Parkhaus. Vierter Stock. Alter Stock, versperrt ihm den Weg! Er fährt einfach vorne raus! Okay, er fährt südlich auf der Eastman, südlich auf der Eastman! Team Phantom, er bewegt sich auf euch zu, er ist schnell, passt auf! Verstanden. Haltet ihn, haltet nicht... Na los, das schaffst du! Bleib an ihm dran! Bring uns neben ihn!
Okay. Sehr interessant. Also ich habe die erste Folge ja schon gesehen und da gab es halt wegen meiner Entscheidung nur marginale Unterschiede. Finde die Serie eigentlich ganz okay. Ist nichts mega krasses. Die deutsche Synchro ist ein bisschen, ja. Nicht so der Reise, aber wenigstens sieht das Spiel ja nicht ganz so schlimm nebendran aus. So, ja. Vielleicht haben sie es mir nicht so gut gemacht. Okay, mach es einfach weiter. Hoffentlich mit dem Spiel. Weil ich will ja Spiele und nicht nur Serien gucken eigentlich. Reden wir über den Vorfall bei den Trockendocks. Ein Einsatzkommando von Monarch hat sie von der Universität zur Ground Zero-Operation beim Hafen gebracht. Immer noch wütend deswegen, hä? Sie waren gefesselt und bewusstlos. Will? Oder liegt es da im Spiel? Das ist Liam Burke kam, um sie abzuholen, aber sie waren weg. Wie? Schlafwandelnd. Weg da! Sofort! Waffe weg! Das geht leider nicht. Okay. Wir wissen, dass Beth Wilder ihnen irgendwie dabei geholfen hat. Dann wissen sie wohl auch den Rest. Nein, denn jeder, der sah, was sie als nächstes taten, ist jetzt tot. Darauf aufzuwachen. Controller ist an. Ich weiß nicht, was da los ist. Keine Ahnung, was da für ein Scheiß gerade. Okay, also irgendwas stimmt mit meinem Controller nicht. Oder liegt am Spiel? Ich weiß nicht. Mein Controller ist an. Ich glaube, ich. Hallo, hallo? Hört man mich noch? Okay, also es liegt. Keine Ahnung, woran es lag, alle. Stranges Ding. Einfach Controller aus. Im Spiel oder was? Okay, warte, Upgrade, okay. Kannst du mit Jackson Craften verbessern? Okay. Aktiver Impuls. Okay, alles klar, Upgrades. Zeitstopper, höhere Stärke. Kosten 1. Was ist das? Das ist.
Zeitblick. Was bringt das Upgrade? Beim Einsatz von Wuschen und Flashen werden kurzzeitig gegnerische Positionen angezeigt. Okay. Zeitfokus. Dauer hält länger an. Zeitstopper. Gibt's noch mehr oder können wir noch runter weiter? Zeitschild habe ich natürlich oft benutzt. Finde ich mal das hier. Achso, gedrückt Halter. Okay. In Ordnung. Das alte Industriegebiet. Warum bin ich hier? Hier muss ich lang. Naja. Zerstörbare Objekte. Setze Zeitblick ein, um zerstörbare Objekte vorzuheben. Okay, muss ich jetzt runterballern. Oh. Knarre habe ich auch nicht mehr. Das ist seltsam. Zeitstrang bestimmte Objekte zu manipulieren. Okay, das heißt. Zugspule, ne? Ah, cool. Okay. Jetzt bei dem, in dem Fall ja auch nicht wirklich was, aber. Okay, hält nicht lange an. Notiert. Ah, ach so. Als der Riss die Zeit auseinandergebrochen hat, wurden manche Objekte instabil. Mit meinen neuen Fähigkeiten konnte ich ihren Zeitstrang manipulieren, sie zurückspulen. Es muss einen anderen Weg reingeben. So, ah. Ich verstehe, ich verstehe. Gar kein Problem. So, zurückgespult. Drüber gejumpt. Schnell genug sein. Sonst bist du weg vom Fenster. Als ich Pauls Gesicht auf diesem Bildschirm sah, hat mich das wieder an alles erinnert, und zwar auf eine ziemlich kranke Art. Ich konnte dem, was geschehen war, nicht entkommen, dem, was er getan hatte. Ich musste den Grund erfahren, aber ein Teil von mir wollte ihm auch eine Kugel verpassen, bevor er was sagen konnte. Sollen wir weitere Teams schicken, um nach Joyce zu suchen? Negativ. Konzentriert euch auf unsere PR-Kampagne. Amy Ferreros Geständnis wird in wenigen Minuten gesendet. Was ist mit Jack Joyce? Sobald das Geständnis gesendet wurde, wird die ganze Stadt nach ihm suchen. Er wird sich nirgends verstecken können. Er wird heute Nacht auftauchen. Auf der Gala? Sind Sie sicher? Positiv. Okay. Na, da drüben ist auch noch was. Das ist aber alles so. Durchlesen will. Dass ich es gern durchlese. Das ist echt. Ich weiß nicht, ich finde es ein bisschen fraglich. Hey, was macht das Reaper-Team mit diesen Videokameras oben in A3? Offenbar wird irgendeine Tusse namens Amy das Gesicht für Serenes PR-Kampagne. Sie filmen Geständnisvideos. Wir haben die Bibliothek hochgejagt, um für etwas Ablenkung zu sorgen. Das können wir jetzt auch gucken, dass man das Ding darüber runterballert. Die Medien werden sich darauf stürzen und eben... Direkt das Haus! George! Da hoch.